Gänsehaut pur, denkt man an den Moment des Rückspiels der Relegation in der letzten Saison zurück, als Wierinja das erlösende Tor in Braunschweig zum 1:0 erzielen konnte. Seit dem letzten Wochenende ist es Fakt, auch in dieser Spielzeit muss der VfL Wolfsburg wieder in der Relegation ran. Gegner von Bruno Labbadia und den Wölfen ist Holstein Kiel. Sie arbeiten einfach gut zusammen, spielen sich die Torchancen sehr, sehr gut raus, haben da einfach mittlerweile ihren Weg gefunden und das ist genau das, was wir auch erwarten. Das ist eine eingespielte Mannschaft, die alles versuchen wird, ihr Spiel durchzubringen und wir müssen es verhindern und müssen versuchen, unser Spiel durchzubringen. 71 Tore, Bestwert in der zweiten Liga und 44 Gegentore brachten Holstein Kiel 56 Punkte und Platz 3 in dieser Spielzeit ein. Das Team von Markus Anfang, der nach der Saison zum 1. FC Köln wechseln wird, hat zudem die wenigsten Niederlagen einstecken müssen. 14 Siege stehen 14 Remis und dazu 6 Niederlagen gegenüber. Am Ende sprang bekanntlich der Relegationsrang für die zu Beginn der Saison erst aufgestiegenen Störche heraus. Die Freude bei den Kielern über die bislang erfolgreiche Saison ist zu Recht groß. Wir sollten uns alle darauf freuen und sollten das genießen, diesen Moment, dass wir die Möglichkeit haben, so einen Rahmen zu bekommen und Holstein Kiel in diesem Rahmen zu vertreten. Und na klar wollen wir auch die Spiele für uns positiv gestalten und am besten auch Ergebnisse erzielen, sodass wir am Ende da stehen und sagen können, wir haben was Historisches geschaffen. Aber primär hat erstmal das Ziel, dass wir uns in den Spielen so gut verkaufen und dass wir vor allen Dingen mutig sind und den Fußball spielen, den wir in der ganzen Saison über gespielt haben. Unser Blick geht aber wieder zurück auf unsere Situation. Das 4:1 gegen Köln tat wahrlich gut. Der frühe Treffer von Joshua Gilavogui und dann die zweite Halbzeit haben Mut gemacht. Besonders vor und während des Spiels war natürlich auch die Stimmung von den Rängen. Erstmal kann ich mich nur bedanken. Es war es ist nicht unbedingt so zu erwarten. Wichtig auch, 4 Tore geschossen, den Fans auch nochmal bewiesen, dass wir es verstanden haben auch, dass wir nur zusammen auch mit ihrer Unterstützung, die wieder sehr, sehr gut war, auch sensationell gut war. Und ich glaube, wenn wir das an den Tag legen, auch gemeinsam, wir alle als Wolfsburger zusammen, ich glaube, dann werden wir auch in der ersten Liga bleiben. Und ich glaube, das ist genau das Gefühl, was wir brauchen am Donnerstag. Das Miteinander, ja, das hat uns auch ein Stück getragen. Der Funke musste von der Mannschaft überspringen. Das hat es getan durch natürlich das frühe Tor. Aber auch wenn es mal länger dauern würde, genauso muss es gehen. Wir müssen die Zuschauer mitnehmen und die Zuschauer einfach ein Gespür für die Situation haben. Und das haben sie sehr, sehr gut bewiesen. Egal wie, macht es noch einmal, Jungs. Gemeinsam wollen wir die Grundlage für das Rückspiel am Montag in Kiel legen.